Hola Leute, willkommen zur The Batman Spoiler-Kritik. Wir haben die Review hinter uns gebracht, mussten uns auch zurückhalten, ja, nicht zu viel verraten, aber jetzt kann endlich alles in die Kommentare geballert werden und ich kann auch alles sagen, was ich sagen will. Bin ich ganz froh drum. Und jetzt können wir mal über den Film mal in Ruhe labern. Was war nice, was war shit, was wird in Zukunft passieren und was ist mit dem Joker in The Batman los? Was wird aus dem Ort? Ja, ich würde sagen, Leute, das ist keine Zeit verschwenden. Let's go. Spoiler-Kritik zu The Batman. Whoa! This guy's crazy! Ja, ich habe es natürlich direkt vorweggenommen. The Joker ist in diesem Film. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Klar, bei einem Batman-Film ist der Verdacht nahe, dass Joker auch am Start ist. Aber ich dachte nicht, dass sie ihn jetzt einbauen. Ich war mir noch nicht sicher, wie das dann mit Joaquin Phoenix wird, der Schauspieler im Joker-Film war, den ich ja überragend fand. Der Joker-Film ist, finde ich, zusammen mit The Batman, das sind die besten Superheldenfilme, wenn man die so nennen will. Oder auf jeden Fall die besten Comicfilme der letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Also bis zu The Dark Knight, würde ich schon fast behaupten. Also ich finde die beiden Filme überragend. Joker, vielleicht sogar noch einen Ticken besser als Batman, weiß ich nicht. Aber egal, auf jeden Fall, die passen gut zusammen, die Filme. Ich finde vom Kamerastil, von der Ernsthaftigkeit, von der ganzen Stimmung, passt das gut zusammen. Und ich dachte, ja, vielleicht taucht Joaquin Phoenix sogar hier auf. Ist aber nicht so. Wir haben einen neuen Schauspieler hier. Einen jungen Schauspieler, und zwar Barry Keoghan. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und der spielt hier den Joker, wie man am Ende im Arkham Asylum kurz gesehen hat, als Riddler da mit dem Insassen nebenan redet. In den Credits steht dann, glaube ich, auch irgendwie, unbekannter Arkham-Insasse oder einfach nur Arkham-Insasse oder namenloser Arkham-Insasse. Irgendwie sowas. Und man sieht ihn halt durch diese kleine Scheibe, wo das Licht so von hinten kommt und du siehst wirklich eigentlich fast nur so die Silhouette des Jokers. Und ich muss sagen, das sieht schon ganz nice aus. Das sieht schon nice aus. Man sieht diese lange Nase, diese wirklich, ja, hier wulstigen Wangen, das spitze Kinn. Ich meine, das alles erkannt zu haben. Dann die Haare, die auch so nach vorne gestylt sind, ne? Wie das der Joker von Jim Lee zum Beispiel immer hat. Ne? Also der Classic Joker, das ist für mich so der klassische Joker-Look. Sieht wirklich cool aus. Das ist ein Joker, den wir so auch noch nicht hatten. Die ganzen Joker-Interpretationen bisher waren ja schon sehr modern. Der Joker in Dark Knight hat eigentlich auch nichts mit dem Joker aus den Comics zu tun. Der Joker aus Suicide Squad von Jared Leto ist tatsächlich näher dran an den Comics als noch der Heath Ledger Joker, aber war natürlich trotzdem kein guter Joker. Und Joaquin Phoenix war auch nochmal ein ganz eigenes Ding, hatte auch wenig mit den Comics zu tun und war natürlich so dieser realistischere Joker. Ja, würde fast sagen, das ist so auch wieder in Richtung Heath Ledger so ein bisschen, ne? Von der Freiheit, die sich die Regisseure und die Schauspieler da genommen haben, ist das auch wieder sehr weit weg vom Comic. Das jetzt hier in dieser kurzen Szene, das sieht sehr nach Comic-Joker aus. Oder auch nach Arkham City, Arkham Asylum Joker aus den Games. Und das finde ich erstmal nice. Ich muss aber eine Sache sagen. Und das war eine Sache, die mich in Arkham Origins richtig hart genervt hat. Arkham Origins, wer das Game gezockt hat, oder wer sich an die Trailer noch erinnern kann, der weiß, dass das angekündigt wurde mit diesem Black Mask ist der Schurke. Storyline-Ding. Das war so, das waren die E3-Trailer. Black Mask ist der Schurke hier, der setzt ein Kopfgeld auf Batman aus und hier haben wir die ganzen Schurken, die ich sozusagen da bezahle, um Batman zu töten und ich bin der Oberboss. Eine Stunde im Spiel drin entpuppt sich dann der Joker als Schurke, der, glaube ich, Black Mask sogar tötet oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist Joker plötzlich wieder der Hauptgegner. Und ich war richtig sauer. Ich war echt sauer, weil ich finde, Joker muss nicht immer die Hauptrolle spielen in einer Batman-Story. Also sei es jetzt in einem Film oder in einem Game oder sonst irgendwo. Ich brauche ihn nicht immer als Joker. Ich finde, das ist overused. Ich finde, das hatten wir zu oft. Und ich mag es nicht mehr sehen. Also damals nicht. Mittlerweile, wo wir jetzt schon so viele Jahre dazwischen haben, zwischen den Games, zwischen Dark Knight natürlich,
bin ich wieder ein bisschen ready dafür, aber ich sag's euch, wie es ist, ich wäre glücklicher darum, wenn der Schurke im nächsten Film zum Beispiel Mr. Freeze ist. And now your blood runs as cold as mine. Oder mehrere Schurken. Ja, wie es auch im Comic Das lange Halloween gemacht wurde, der so ein bisschen die Vorlage für Teil 1 ist, also für Batman, für The Batman, dass man mehrere Schurken einbaut, die zusammenarbeiten oder sogar gegeneinander arbeiten. Das finde ich nicht schlecht. Also wir haben ja jetzt auch Pinguin etabliert, der ist ja immer noch mit am Start. Jetzt auch im zweiten Teil dann. Und das sehe ich schon eher. Und dann macht man vielleicht den Joker als Main Villain in Batman Teil 3. Da bin ich am Start. Ich muss ihn jetzt nicht unbedingt im zweiten Batman-Film haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde, das ist dann auch wieder zu nah an der Nolan-Trilogie dran. Da haben wir auch wieder Joker in Teil 2 gehabt und so. Ja, muss nicht sein. Ich bin ein riesen Joker-Fan. Es ist zusammen mit Batman mein Lieblings-Comic-Charakter, der mich inspiriert für meine eigenen Zeichnungen, wirklich. Also Joker ist ein Charakter, der mich fasziniert. Und ich sehe ihn immer gern. Ich würde nie Nein sagen. Aber ich würde sagen, lieber noch nicht. Lieber noch ein bisschen warten. Lass mal den Schuss noch im Köcher, den Pfeil im Köcher und feuer den einfach im nächsten Batman-Film ab. Also dann in 5, 6 Jahren. Und jetzt kann man ihn, finde ich, als Nebencharakter einbauen. Das sehr gerne. Aber nicht direkt als Hauptbösewicht. Nee, nie, nie, nie. Someone was killed today because of what you did. I know. Das Ding ist, ich hatte immer so ein bisschen Angst vor dem klassischen Joker-Style, weil ich dachte, ja, wie soll man das hinkriegen? Also kein Mensch sieht so aus. Okay, Willem Dafoe ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Der sieht auch nicht wirklich aus wie der Joker aus den Comics. Und da war ich mir nicht sicher, wie man das hinkriegen will, dass das nicht cringy wird. Aber wenn man sich den Pinguin anschaut und das einfach Colin Farrell unter der Maske ist, dann glaube ich, ja, das geht. Also Barry Kogan, der kann den Joker mit diesen ganzen langen Nase, langes Kinn, krasse Wangen und so weiter. Ich glaube, das geht. Und das sieht, glaube ich, ultra gruselig aus. Also so ein Comic-Joker in der echten Welt, boah, creepy. Aber weil ich vorhin gemeint habe, Mr. Freeze als Schurke wäre ganz cool. Was ich auch sehr gerne sehen würde, einfach weil die Comics so stark sind, ist ein Court of Owls Gegner-Team. Ja, mit den Talons am Start auch noch. Das würde auch passen. Und wir haben auch ein paar Sachen jetzt in The Batman, die darauf hinweisen, finde ich. Also wir haben zum Beispiel diese Andeutung, oder also diese Szene, wo ja gezeigt wird, dass Martha Wayne in einer Irrenanstalt war, ja, oder zumindest in einer psychiatrischen Klinik und Probleme hatte. Und was, wenn die Wayne-Familie und die Arkham-Familie, die auch schon gezeigt wurde, wenn die einfach die Court of Owls-Member sind? In den Comics ist es eigentlich nicht so. Aber das hätte auch was. Also die Court of Owls, kurz runtergebrochen, ist so eine Elite, die im Untergrund in Gotham seit Jahrhunderten eigentlich schon die Fäden zieht. Und die haben alles im Griff, die haben alles unter Kontrolle. Also so wie das jetzt hier in The Batman schon ein bisschen angeteasert wurde, ne, mit den ganzen, mit Falcone und was weiß ich, wer da alles eigentlich die Macht hat. Also gar nicht die Bürgermeister oder so, sondern es sind diese ganzen Schurken. Die Court of Owls sind nochmal auf einem anderen Level. Also die sind einfach, ja, die sind gruselig, weil die so mysteriös sind, überall sind, mit diesen Masken. Niemand weiß wirklich, wer sie sind. Und da die Arkhams und die Waynes herzunehmen, für die Court of Owls Familie, oder für diese, für diesen Clan, wie auch immer, das wäre cool. Und ja, da wäre ich auch ready für. I think Thomas and Martha were leaders of the Court of Owls in this timeline. I like that one. Oh, that's a... Und wir müssen auch noch ein bisschen über den Riddler reden, weil das habe ich in meiner Kritik fast gar nicht gemacht, so schwierig irgendwie ohne zu spoilern. Aber The Riddler, gespielt von Paul Dano, war wirklich gut. War wirklich gut. Ich liebe die Verhörszene, die natürlich sehr stark an The Dark Knight erinnert hat, wie er da, ja, erst dachte man, er weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. Das war so cool gemacht, weil du siehst halt, wie Batman diese Kamera und dieses Aufnahme, ich glaube, es ist eine Kamera, ja, sieht, die so rot blinkt, die einfach gerade dieses ganze Verhör aufnimmt. Und wenn jetzt Riddler einfach sagt, dass er Bruce Wayne ist, dann weiß es jeder, ne? Nicht nur die beiden. Aber schaut sich diese Kamera an und schaut wieder Riddler an und so, okay, weiß er, dass ich Bruce Wayne bin? Aber er wusste es nicht. Es wurde so oft angeteased in diesem Film und Riddler wusste es einfach nicht. Stattdessen war Batman für ihn
fast wie so ein Vorbild. Ja, auch jemand mit einer Maske. Und da kam auch dieses tolle Zitat oder diese tolle Aussage her, dass Riddler sich mit der Maske natürlicher fühlt, dass er sich da ja mehr ausleben kann, so sein kann, wie er ist, wie er sein will. Und das passt super zu Batman selbst, der in diesem Film ja genauso ist, der viel natürlicher ist, wenn er als Batman unterwegs ist, sich viel wohler fühlt, lockerer vielleicht sogar. Und als Bruce Wayne ist er jetzt ein bisschen awkward und will auch gar nicht Bruce Wayne sein eigentlich. Das fand ich cool, diese Idee mit der Maske fand ich sehr cool. Und ja, Performance von Paul Dano auch. Ich muss den Film auf jeden Fall nochmal auf Englisch anschauen, weil ich finde auf Deutsch, die Synchro war gut, aber da geht auch viel verloren. Ich würde gerne wissen, wie da wirklich die echte Performance war von Paul Dano, aber dieses over the top und wie er manche Wörter so lang gezogen hat, so richtig komisch, das hat echt funktioniert. Sein Masterplan fand ich auch nicht schlecht, ne? Also wie dann diese ganzen, dieser Staudamm schon fast, diese ganze Mauer rund um Gotham einmal gesprengt wird, das Wasser reinfließt. Ich habe mir dann nur, ja, das sind so, weiß ich nicht, ich habe das ja in der Kritik gesagt, dass mir in dem Film so ein bisschen das Tempo gefehlt hat oder so, ja, dass dann mehr aufs Gas gedrückt wird. Und ich finde, das hätte man da schon noch besser irgendwie einbauen können, weil als diese Explosionen passieren, da ist das ja nicht mehr zu vermeiden. Ne? Also Batman steht halt da so da und er muss es akzeptieren, dass Riddler sein Plan, dass der eigentlich aufgegangen ist. Also Riddler ist ein bisschen enttäuscht, dass Batman nicht alles rausgefunden hat, aber Riddlers Plan an sich hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich hätte mir gehofft, dass Batman noch versucht, diese Bomben zu entschärfen oder dass Catwoman das im Motorrad machte. Irgendwie, ne, wir kennen es noch aus The Dark Knight, ich muss das wieder als Beispiel hernehmen. Als Rachel und Harvey Dent gefangen sind und neben ihnen diese tickenden Bomben liegen, und sich dann Batman und Gordon so ein bisschen entscheiden müssen, wen retten wir? Und können wir beide retten? Können wir nur eine Person retten? Wir müssen sofort hin und Gas geben, so schnell wie es geht, zu den Orten, zu den Bomben, um sie irgendwie noch zu entschärfen oder so. Da war richtig, ey, da war so viel Zeit, auch bei The Dark Knight wieder mit den Fähren, diese zwei Schiffe und beide haben den Trigger in der Hand und wenn die einen Passagiere das andere Schiff in die Luft jagen, dann überleben sie und ansonsten überlebt keiner. Da war einfach durch die Bomben und durch diese Zeit, die da runtergelaufen ist, war da halt Pressure da. Und das spürst du natürlich auch als Zuschauer. Das fand ich cool. Ich will es natürlich nicht dasselbe jetzt hier in dem Film sehen, das ist klar. Aber ich erinnere mich da wieder an die Arkham Games. Da waren die Riddler-Rätsel halt wirklich auch oft an Zeitdruck gebunden. Das ist ja noch durch ein Bauen-Labyrinth ein. Ne? Es gibt in dem Film die Szene, wo dieses, ich glaube, so ein Rattenlabyrinth oder so, das wird da gezeigt. Ich dachte, ey, da kommt Batman noch safe rein. Ne, dass der da irgendwie noch in dem Labyrinth ist, Selina Kyle gefangen, also Catwoman, und der muss sie retten oder so. Und wenn er das nicht innerhalb von 2 Minuten schafft, dann stirbt sie. Irgendwie sowas. Also da fand ich die Rätsel teilweise ein bisschen zu unkreativ. Das Beste war echt noch auf der Beerdigung, als da einfach der Typ mit der Halskrause dann einfach im Auto reingecrashed ist. Dann aussteigt und auf seinem Handy ist dann eben der Riddler. Und er muss dann innerhalb von, ich glaube, es wirklich 2 Minuten oder so, oder 60 Sekunden, keine Ahnung, muss diese ganze Rätsel lösen. Und Batman steht so hinter ihm so ein bisschen, es ist das und das, es ist die Lösung. Ich dachte, Riddler sagt einfach, ey, kriegst du Hilfe, Junge? Alles klar, du bist tot. Ja, am Ende war er sowieso tot. Aber ja, da, weiß ich nicht, da waren die Games noch kreativer auf jeden Fall. Die Riddler-Rätsel und so, überhaupt Zeitdruck in dem Film hätte, glaube ich, echt gut getan noch. Aber nochmal auf das Verhör zurückzukommen, ich mochte auch echt, wie Riddler Bruce Wayne vorwirft, dass er dieses reiche Waisenkind ist, muss man ja gar nicht bemitleiden, ne? Der hat ja immer ein gutes Leben. Und das sieht man dann auch daran, dass Batman einfach nicht weiß, was ein Teppichmesser ist oder dieses Teppichwerkzeug, was ja essentiell ist, um das letzte Rätsel zu lösen. Er kennt das nicht, weil es ist ein fucking Teppichding, das hat er noch nie benutzt. Das ist was reiche Leute einfach nicht kennen. Und da, ich finde, der Film hat immer wieder so kleine Andeutungen, die
ja, eine schöne Botschaft, was heißt eine schöne Botschaft, aber eine tiefe Botschaft haben, die der Story noch ein bisschen mehr Futter geben, die einem zum Nachdenken anregen, wie ihm das mit der Maske, wie ihm das eigentlich der Meisterdetektiv ja dieses Teppichmesser identifizieren muss. Aber er ist rich, er ist in der Oberschicht. Teppichmesser, was ist das? Ne? Oder es ist kein Teppichmesser, dieses Teppichwerkzeug-Ding. Ich kenne es ja selber, ich kenne es selber nicht. Ich weiß nicht, was das ist, ich habe es noch nie gesehen. Aber ich bin nicht so rich wie Bruce Wayne, leider. Nee, aber ja, das fand ich ein cooles Detail. Ich mochte auch, wie sie Riddler so ein bisschen diese Corona-Leugner und so ja, Verschwörungstheoretiker-Vibes gegeben haben. Ich finde das schon sehr deutlich. Passt wieder ja, zu unserer Zeit, dass er das System nicht mag und seine Lösung dafür ist einfach, die Bürgermeisterin zu töten, die Stadt unter Wasser zu versetzen. Er hat keine Lösung, ne? Und das, ich finde, das passt auch sehr gut zu diesem Typ Mensch, den wir ja hier in Deutschland auf der ganzen Welt haben, die einfach Lärm machen, aber nicht wirklich wissen, was daran besser sein soll als das, was gerade gemacht wird. So viel zu meinem politischen Statement hier, aber das muss mal gesagt werden. Ich mochte wirklich diese Szene, ne, wo dann diese Fanatiker und seine Fans, seine Groupies da zum ersten Mal zu sehen sind. Ich finde, das hatte schon was. Das war auch wie ein bisschen bei Joker, ne, wie sie alle bei Joker am Anfang der Banküberfall, fällt mir jetzt erst auf, wo sie alle die Masken aufhaben, du weißt gar nicht, wer davon ist, Joker. Whatever doesn't kill you simply makes you a stranger. Genauso jetzt am Ende, als sie sich da oben aufreihen in diesem Gebäude, alle sehen komplett gleich aus. Da wird dann auch richtig viel Munition mitgebracht und jeder hat so ein Scharfschützengewehr dabei und irgendeine Rifle und sind oben ready, um die Bürgermeisterin zu töten und richtig für Ärger zu sorgen. Ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht in dem Moment, ich fand das, wie gesagt, sehr beeindruckend, wie die alle so kamen und sich da auf. Ich fand das sehr bedrohlich, fand ich gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie noch einen Step weitergehen. Weil, was war die Mission am Ende? Die Mission war doch eigentlich einfach nur die Bürgermeisterin zu erschießen. Viel mehr haben sie ja nicht gemacht. Ich meine, da oben waren 20, 30, 40 Leute, die Batman und Catwoman dann zusammen tackeln mussten. Aber die Mission von den Typen ist mir nicht so ganz, habe ich nicht so ganz gerafft, muss ich sagen. Ich dachte, die halten jetzt einfach in die Menge rein. Also ich dachte, das wird wirklich wie so ein Terroranschlag, ne? Die gehen da oben hin. Bürgermeisterin ist Ziel Nummer 1, aber alle anderen, die da sind, die sind auch alle korrupt. Das sind auch alles verdorbene Bürger Gothams. Die müssen alle weg. Nicht nur wird die Stadt geflutet und dadurch sterben schon Tausende, sondern die Bürger müssen weg. Das Leben muss aus Gotham raus. Das, dachte ich, wird gemacht. Wäre heftig gewesen, aber wäre für einen Film gut gewesen. Und ja, der Schritt war irgendwie nicht gegangen. Ich fand diesen ganzen Endkampf cool, weil ich wusste gar nicht, okay, wie soll so ein Endkampf gegen Riddler aussehen. Das war echt nice gemacht. Ich mochte wirklich, wie Batman den Typen, den er da am Boden sieht und ihm die Maske runterreißt, wie der zu Batman dann sagt, was ist mein Name, oder was ist dein Name, fragt Batman, glaube ich. Und er sagt irgendwie auch Vergeltung oder so. Ne? Und dann checkt Batman, holy shit, wait, das ist mein Name. Warum benutzen die bösen Leute meinen Namen? Ich habe offensichtlich was falsch gemacht. Und dann stürzt er sich ja schon fast. Ich dachte, der bringt sich jetzt um. Stürzt er sich auf dieses Stromkabel, trennt das durch, damit eben dieser große Generator oder was das da war, nicht ins Wasser fällt und alle Leute da unten grillt. Das fand ich schön. Und das ist das, was den Film, finde ich, so besonders macht. Und was eine weitere interessante Facette von diesem neuen Batman ist, als sie dann die Leute befreien, also als der Kampf vorbei ist und er diese Leute dann mit dieser Fackel nach draußen leitet, in die Sicherheit, wie er die Bürgermeisterin rausholt, wie er dann auch ich glaube, seine verletzte Frau auf diese Helikoptertrage draufhebt, um sie zu retten. Und ja, das war schon fast Superman, ne? Das fand ich cool. Also da, dass man Batman in all dieser Düsternis und dieser Dunkelheit Gothams, was es ja ist, und was diesen Charakter auch ausmacht, dass man da so einen schönen, hellen, hoffnungsvollen Moment einbaut, fand ich schön. Und das zeigt auch wieder, dass wie so eine, da geht wirklich so ein Charakterbogen, so eine ganze Entwicklung einmal rum. Vom bitter, düsteren, ich bin Vengeance, Batman, der ja auch selber nicht, der sich als Furcht sieht, als Schatten sieht, zu dem, der auch Licht sein kann. Ich bin übrigens echt auf eure Highlight-Szenen gespannt. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ihr richtig gefeiert habt.
Ich glaube, mein Highlight Nummer 1, ja, da bleibe ich auch dabei, habe ich auch in der Kritik gesagt, ist das Batmobil und ja, das Motorstarten des Batmobils. Und natürlich die darauffolgende Verfolgungsjagd auch. Das ist fucking awesome. Ey, wie nice das aussieht. Wir sehen davor immer, wie Batman aus dem Schatten rausstapft. Ne? Das ist so cool. Ey, der ganze Film ist so nice inszeniert. Naja, also Batman stapft aus dem Schatten raus, du siehst erst die Füße, dann langsam das Gesicht und er taucht aus diesem Schwarz raus. Und hier ist das Batmobil im Dunkeln. Du siehst es kaum, es ist nur so schemenhaft erkennbar. Und dann leuchten diese, das ist das, der Auspuff oder keine Ahnung was, der Motor, blaue Flammen raus. So, wie so ein Höllenmonster. Und dann startet der Motor und das Ding fährt einfach los. Und es ist, ah, es ist so wunderschön. Und auch Pinguin in der Szene fand ich richtig stark gespielt von Colin Farrell. Und ja, das war alles, ach, fand ich echt, fand ich cool. Und ja, auch diese, das ist auch in der Szene, finde ich, um nochmal eine kleine Sache anzumerken, die ich in der Kritik nicht gesagt habe. Die Farben in dem Film sind auch echt interessant gewählt. Weil was wir in dieser Verfolgungsszene auch wieder haben, ist, dass alles immer so rötlich, also die roten Farben sind sehr, das sieht schon fast wie so eine Hölle teilweise. Also ich finde Batman, The Batman ist entweder dieses regnerische, eklige, nasse, kalte, schwarze, wo immer so Schemen zu erkennen sind. Batman ist oft einfach nur so ein Schatten in den Bildern. Und manchmal, wenn es dann zur Action kommt, wenn geschossen wird in der Verfolgungsjagd, da kommen rote Farben, so orange. Und dann brennt die ganze Leinwand. Und Batman ist in so einer Hölle plötzlich. Ja, also auf einer visuellen Ebene ist das nicht nur von Effekten her, von der Schärfe, von allen technischen Sachen ist das alles cool durchdacht, aber auch diese Farben und der ganze Stil des Films ist ein sehr, sehr stilvoller Film. Eine Sache ist mir gerade so aufgefallen, ich habe in der Kritik Alfred überhaupt nicht erwähnt und ich hätte ihn jetzt auch fast vergessen. Ich muss sagen, Alfred in diesem Film, sie haben versucht, da so eine Vater-Sohn-Beziehung aufzubauen zwischen den beiden. Ich finde, das hat nicht ganz funktioniert. Ich finde, dafür hatten sie einfach zu wenige Szenen, zu wenige gemeinsame Erlebnisse. Da funktioniert sowas natürlich mit Catwoman oder Gordon viel besser, wenn die mal in Gefahr geraten. Bei Alfred, ja, das war ganz cool, als Batman dann wusste, oh shit, da ist gerade eine Briefbombe, ne, in meiner Bude und Alfred ist da drin. Das war ganz cool, aber weiß nicht, der Funke ist bei mir nicht so ganz rübergesprungen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es hat für mich jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber Leute, alles in allem ist The Batman ein verdammt guter Film, der sich, finde ich, knapp unter The Dark Knight einreiht, was so die Batman-Filme angeht. Aber wenn wir mal das ganze Spektrum betrachten, einer der besten, natürlich wieder mit zusammen mit The Dark Knight und noch Joker, die besten DC-Filme, diese drei, würde ich mal sagen. Und wenn wir Marvel noch mit dazu packen, easy auch oben mit am Start. Logan, ja, nicht von Disney gemacht, aber natürlich auch Marvel-Film. Logan würde ich so vielleicht auf 4, 5 einordnen. Ich müsste mal ein Ranking machen mit allem. Aber das ist für mich die Spitze. Und dann kommt lange Zeit nichts und dann beginnen wir mit anderen Filmen. Ja, und das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ich dachte schon, dass das ein guter Film wird, aber dass es mich so packt halt einfach. Ich weiß nicht, dass Batman nochmal so interessant werden kann. Da war ich mir einfach nicht sicher. Und ich bin froh, dass es so ist. Und ja, bitte mehr davon. Ich will wirklich, und bitte, und da kommen wir vielleicht mal zu, wie könnte die Fortsetzung aussehen, weil es wird ziemlich sicher ein Batman 2 geben. Da auch gerne eure Theorien in die Kommentare, wie könnte das aussehen. Und ich möchte da direkt voran sagen, lasst Batman aus dem DC Extended Universe raus. Ich will da keine Justice League sehen. Ich will keine Wonder Woman sehen, keine Aquaman, ich will nichts in Gotham sehen, was nicht zu Gotham passt. Macht Batman einfach als eigenes Universum. Baut einen Riddler, Mr. Freeze, Joker, Two-Face, Black Mask, Robin, Poison Ivy. Baut das als, baut die Gotham-Charaktere ein in die Filme, die ihr machen wollt. Alles andere bitte weg. Ich wirklich, bitte. Ich will das nicht sehen, ich will auch Zack Snyder da nicht sehen. Ich bin kein Zack Snyder-Hater, ich bin eigentlich ganz im Gegenteil, ich bin auch manchmal ein Fan von ihm, aber das Kapitel ist jetzt vorbei. Ich will wirklich jetzt das neue Kapitel mit Matt Reeves als Regisseur der Batman-Trilogie. Das ist das, was ich wirklich haben will. Und ich kann es kaum erwarten, wirklich. Ich,
Ach, das ist ein Grund, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, weil es ein eigenes Thema ist für ein komplettes Video, aber ein Grund, warum so wenige Videos, so wenige Kritiken hier auf dem Kanal herauskamen, war, weil ich einfach müde geworden bin, gelangweilt geworden bin von Marvel-Filmen und auch von vielen DC-Filmen. The Suicide Squad war tatsächlich noch eine der positiveren Highlights des letzten Jahres, aber ich hab Black Widow nicht schauen wollen, ich habe Eternals nicht schauen wollen. Spider-Man 3 habe ich dann gesehen, weil Kumpels den sehen wollten, weil so viel darüber geredet wurde. Und to be honest, Fire and Forget-Film, ich werde mir den nie wieder nochmal anschauen. Ich bin einfach aus dieser Superhelden-Blockbuster-Spaß-Krach. Yo, wir haben den Bösewicht, er ist besiegt. Ciao, wir sehen uns im nächsten Film. Ich will es nicht mehr. Und ich finde diese Universe-Filme, das, was Marvel macht, was sie erfolgreich machen, aber was ich nicht unbedingt feier, ist halt einfach immer dieses, wir teasen den nächsten Film und dieser Film teast den nächsten Film und der Film teast wieder den nächsten Film. Und by the way, wir teasen in diesem einen Film auch noch die Serie, die parallel läuft und in dieser Serie teasen wir wiederum den Charakter, der wann anders kommt. Stop, okay, ich bitte, ich habe nicht 100.000 Stunden in der Woche Zeit, um mir all diese Sachen anzuschauen. Bin ich der Einzige, dem es so geht? Ohne Scheiß, ich verstehe nicht, wie Leute das ganze MCU konsumieren können. Bei DC gibt es auch super viel, was parallel läuft. Jetzt ist ja eine GCPD-Serie in Planung, wo Matt Reeves irgendwie Produzent sein soll, glaube ich. Also auf jeden Fall die kreative Kontrolle auch haben soll über das Ganze. Interessantes Thema, ja. Aber ey, you know, keep it away. So, lass die Serie, kann von mir aus existieren, aber kein Cross-Promotion die ganze Zeit. Ich will einfach nur gute Filme. Und ich will einfach nur diesen Film. Und ich will, dass der Film Anfang und Ende hat. Und dann bin ich happy so. Und ja. Ach, wirklich, ey, sorry für einen kurzen Rant, aber dieses Universe-Ding. Und schaut mal, in 6 Jahren haben wir den nächsten Avengers-Bösewicht. Und bis dahin haben wir 30 Filme, die alle nichts erzählen eigentlich. Ey, boah, okay, ich muss aufhören. So, so viel dazu. Ich werde das noch ein bisschen erklären, was ich damit genau meine. Komm jetzt, oh Gott, ich sehe schon die Kommentare, aber ey, das ist meine ehrliche Meinung und ich kann da nicht anders so. Batman 2, da habe ich richtig Bock drauf. Was wird in Batman 2 passieren? Ich glaube ja, dass dieser Film, mal ganz abgesehen davon, dass er bitte nichts mit irgendwelchen anderen Superhelden zu tun haben soll, wird es ein Film sein, der, glaube ich, wie ich es am Anfang auch schon gemeint habe, Joker noch nicht komplett einbauen wird. Ich glaube, Joker wird eine Nebenrolle spielen, der wird vielleicht mitmischen. Aber nicht der Hauptjoker sein. Ich setze wirklich auf Court of Owls. Ich setze auch vielleicht ein bisschen auf Mr. Freeze. Ich setze so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber auf so eine Arkham City, Arkham Asylum Story, wo Batman, wie auch im Comic, das lange Halloween eben von Schurke zu Schurke hüpft, mehrere gleichzeitig bekämpfen muss. Glaube ich, würde ich ganz interessant finden. Natürlich nicht wieder auf so einer, also so wie jetzt bei Batman auch, auf so einer intellektuellen Detektivebene, sage ich mal, ne? Nicht auf einer Haut drauf Actionebene. Und ansonsten denke ich, dass wir Catwoman noch mal sehen werden. Ich fand das am Ende schon ein bisschen sad, wie die erst trennen sie sich, dann steigen sie auf die Motorräder, dann fahren sie zusammen weg, vielleicht so, oh, der Batman hat sich umentschieden und dann trennen sie sich wieder. Das war schon ein bisschen sad. Also ich hoffe, dass sie auch noch mal auftaucht. Ich will mehr von Alfred sehen, auf jeden Fall. Der kam mir viel zu kurz. Gordon von mir aus auch mehr und ganz wichtig, das könnte, ich meine, das wird natürlich ein bisschen viel, ihr merkt schon, also Matt Reeves muss sich da auf irgendwas beschränken. Aber nochmal in meinem Lieblingscomic, Batman, das lange Halloween, da ist ein Charakter dabei, der hier leider gefehlt hat, der ganz wichtig ist. Und zwar Two-Face, Harvey Dent. Der geht in diesem Comic die Entwicklung durch von dem menschlichen, netten, hilfsbereiten, braven Harvey Dent bis hin zum zerbrochenen, ja, bösen, kriminellen Two-Face. Und ich kann mir vorstellen, dass Batman, dass das in den Filmen thematisiert wird und was safe passieren wird, ist, dass wir Playboy Bruce Wayne sehen werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, den werden wir sehen, weil das in den Filmen wirklich auch echt, das ist auch wieder so ein Thema, was unterschwellig erzählt wird, so wie auch die Origin-Geschichte von Batman. Die wird nicht gezeigt, wir sehen nicht wieder die Perlenkette, die kaputt geht, die wir schon tausendmal gesehen haben, sondern wir erfahren einfach nur mit einem Blick auf den kleinen Jungen, der gerade seinen Vater verloren hat, der jetzt ein Waisenjunge ist, sehen wir,
das, was Batman selber erlebt hat. Also mit seinen Blicken wird alles gemacht. Das fand ich so stark. Aber auch, dass erwähnt wird, wie Bruce Wayne gar keinen Bock auf die öffentliche Arbeit hat. Oder auf überhaupt auf das Celebrity-Dasein. Er will auch nichts mit sein. Ich glaube, Steuerberater sind das oder so. Die will er auch nicht treffen. Der hat gar keinen Bock, dieses Business, diese Wayne Foundation und alles, was mit Wayne Enterprises und alles, was da dran hängt, das will der gar nicht leiten. Aber er bekommt von der Bürgermeisterin gesagt, und das merkt er selber auch im Laufe des Films, dass die Rolle von Batman alleine nicht reicht. Er muss diesen Celebrity Bruce Wayne spielen, auch wenn es ihm nicht gefällt. Das finde ich ist ein interessanter Ansatz. Und ich glaube, das wird er machen in Batman 2. Also Batman 2, Playboy Bruce Wayne, Joker als Nebenschurke, bitte nicht als Hauptschurke, ist zu früh. Und ja, ich will mehr Gotham. Ich bin ready. Ich bin hyped, Leute. Wir müssen noch so lange warten. Ey. Oh, naja, Leute, haut rein. Ich hoffe, die Kritik hat euch gefallen. Ich erkläre mehr zum kurzen MCU und überhaupt Superhelden-Universen, was DC komplett verkackt hat. Dazu erkläre ich auf jeden Fall demnächst noch mehr, damit ihr es auch versteht. Und ja, nicht böse sein, aber das ist nur mein Empfinden. Haut rein, Leute. Bis dahin. Ciao.